Herzlich willkommen zu einem neuen sommerlichen Pilzvideo, in dem wir uns mit einem aktuellen und wirklich wichtigen Thema beschäftigen wollen, mit dem Schutz von Pilzarten, mit den roten Listen der Pilze und ein bisschen auch mit dem Thema, welche Speisepilze nicht gesammelt werden sollten oder sogar dürfen. Gleich zu Beginn vorweg, wir wollen da ja auf niemanden mit dem Finger zeigen. Ich habe selbst einige Arten davon auch schon mal gesammelt. Wir wollen da wirklich ein Bewusstsein schaffen, dass erstens Pilze bedroht sind, welche das sind, und auch mit diesem Video dazu anregen, dass einfach mehr Achtsamkeit auf den Pilzschutz an sich gelegt wird. Weil wenn wir ehrlich sind, wir kennen das alle, viele Pflanzen sind wirklich streng unter Schutz gestellt, auch viele Tiere, da werden ganze Bauprojekte verschoben oder abgesagt, aber auf den Schutz von Pilzen legt eigentlich auch von gesetzlicher Seite niemand wirklich einen Wert, und wir wollen da ein bisschen zu vielleicht zu einer Diskussion anregen und auch euch anregen, euch da lokal dafür einzusetzen, dass zum Beispiel bestimmte Waldgebiete, wo ein besonders seltenes und bedrohtes Pilzspektrum vorhanden ist, dass die einfach geschützt werden. Natürlich auch, dass da Ausgleichszahlungen dann erfolgen. Man will ja auch den Waldbesitzern da eine Kompensation anbieten, aber in dieser ganze Thematik passiert einfach viel zu wenig. Und aktuell, wir müssen wirklich festhalten, dass ein Drittel aller Großpilzarten im deutschsprachigen Raum mittlerweile als zumindest potenziell gefährdet gilt und auf einer roten Liste der bedrohten Spezies zu finden ist. Also ein Drittel, jeder dritte Pilz ist wirklich schon heftig. Bei den Speisepilzen, die wir uns dann gleich anschauen, sind es eine Handvoll nur, aber auch umso wichtiger, dass wir darauf ein Augenmerk haben. Aber das ist wirklich schon einfach eine sehr, sehr große Anzahl, die bei uns vom Verschwinden bedroht ist. Kommen wir auch natürlich zu den Ursachen für diese zunehmende Bedrohung und die zunehmende Ausweitung der roten Liste, was die Pilze angeht. Und nicht ohne Grund haben wir heute diese Kulisse gewählt. Der Hauptverursacher natürlich für ein Artensterben und eine massive Biotopveränderung ist natürlich die Forstwirtschaft. Auch da, wir wollen niemanden jetzt beschuldigen, oder aber für uns Pilzsucher ist einfach so ein halber Kahlschlag, wie er da passiert ist, einfach ja ein kleines bis mittleres Drama. Auch persönlich habe ich als Kind immer geweint, wenn sie mir meine Lieblingspilzplätze abgeholzt haben. Also da ist ein tiefes Trauma, und für die Pilze ist das natürlich dann einfach an diesem Standort oft das Ende. Wir haben, wie gesagt, Mykorrhizapilze, die in Symbiose mit Bäumen leben, mit einzelnen Bäumen, und wenn der Baum dann weg ist, und teilweise ein ganzer Bestand, das ist da jetzt eh nicht passiert, aber passiert einfach immer noch oft, dann ist dieser Pilz auf diesem Standort einfach ausgestorben, muss man so sagen. Es ist nicht nur das, es ist auch dann wieder die Wiederaufforstung mit teilweise gebietsfremden Bäumen, die dann eben auch dieses heimische Pilzspektrum nicht mehr abbilden und hervorbringen können. Es ist die Entnahme von unwirtschaftlichen Bäumen wie Birken, Weiden, Erlen, die dann einfach zur Verarmung, was die Funga sozusagen, also das Pilzspektrum angeht, einfach beitragen und gerade in den letzten 100 Jahren wirklich dazu geführt haben, dass immer mehr Pilze vom Verschwinden bedroht sind, weil diese naturbelassenen Waldgebiete, in denen sie entstanden sind, so einfach verdrängt werden, muss man ehrlich sagen. Das nächste Thema ist ein übermäßiger Nährstoffeintrag über den Boden, aber auch in die Luft, die den Pilzen einfach ein Habitat nimmt, mit dem sie eigentlich entstanden sind. Pilze brauchen extrem nährstoffarme Standorte, die meisten, natürlich nicht alle. Und durch eine Überdüngung sind die Pilze einfach nicht mehr konkurrenzfähig und verschwinden leider auch. Die zunehmende Trockenheit ist natürlich auch ein Thema, das nicht förderlich ist für Pilze, die auf einfach ein gewisses Ausmaß an Niederschlägen angemessen sind. Das ist auch ein Thema. Und erst an dritter und letzter Stelle ist dann die menschliche Übernutzung sozusagen. Also wir Sucherinnen, das kann man gleich beruhigen, sind da wirklich mit Abstand das geringste Übel, aber auch wir haben einen gewissen Einfluss darauf. Deshalb schauen wir uns auch gleich die Speisepilze an, auf die wir Rücksicht nehmen sollten. Es gibt da diese eine Schweizer Studie, dass die menschliche Entnahme keinen Einfluss hat. Wenn man aber ein bisschen länger drüber nachdenkt und auch davon ausgeht, dass diese bedrohten Pilze wirklich nur um einen einzelnen geringen Waldstücken, Gebieten, Habitaten vorkommen, dann hat die menschliche Suche natürlich einen Einfluss darauf. Pilze verbreiten sich einfach über ihre Sporen, und wenn dann alle Fruchtkörper und damit die gesamte Spornmasse entnommen wird, dann hat der Pilz einfach keine Chance, sich neu wieder anzusiedeln, den Bestand
aufrecht zu halten. Und natürlich geht dann auch das Pilzvorkommen zurück, wenn wir alle Fruchtkörper von diesen Arten einfach nehmen. Also auch wir sind da ein bisschen in der Pflicht, uns dem bewusst zu sein und das dann in unsere Suche und unser Suchverhalten einfach zu integrieren. Vielleicht das Paradebeispiel, wir kommen jetzt auch schon zu den wirklich bedrohten Pilzarten, das ist der Kaiserling. Und das zielt vorwiegend auf meine burgenländischen Landsleute ab, wo wir dieses Jahr ja wirklich wunderschöne Kaiserlinge finden durften. Und man sieht, dieser Pilz, der dort früher in Massen vorgekommen ist, ist einfach stark zurückgegangen. Und stark zurückgegangen zielt darauf ab, dass einfach nur mehr wirklich eine Handvoll von Wäldern den Kaiserling hervorbringt. In diesen wenigen einzelnen Wäldern ist er immer noch häufig. Also wir haben da teilweise massenhaft von dem gefunden, leider nicht alles vor die Kamera gebracht. Und insgesamt wirkt dann in diesen Waldgebieten schon so, als würde dieser Pilz noch häufig sein. Aber insgesamt ist das Vorkommen auf so wenige Wälder zurückgedrängt worden, dass der Pilz wirklich stark bedroht ist. Der Kaiserling ist wirklich vom Aussterben bedroht und muss wirklich viel strenger unter Naturschutz gestellt werden. Für Sammler ist er natürlich beliebt, weil er gut schmeckt und einen wirklichen Status genießt. Aber wenn man es noch nicht gewusst hat, möchten wir ja wirklich einfach nur zur Aufklärung beitragen. Dieser Pilz ist wirklich dringend schonenswert. Die nächste Pilzgruppe, die Röhrlinge, wir bleiben, wie gesagt, vorwiegend bei den Speisepilzen, auch da gleich ein unmittelbarer bedrohter Nachbar, der Bronzeröhrling. Immer wieder spannend, auch im Austausch mit den Kommentaren, auch in Deutschland ist er gebietsweise schon häufig, tritt sogar in Massen auf. Bei uns im Burgenland ist es genauso, aber in weiten Teilen unserer Landgebiete fehlt dieser Pilz einfach komplett. Also auch die sind stark gefährdet, auch wenn sie gebietsweise häufig sind. Für eine Gesamtbeurteilung reicht aber so ein einzelnes Massenvorkommen nicht. Man muss da wirklich den großen Maßstab betrachten und da ist auch der Bronzeröhrling einfach extrem selten. Schön ist natürlich, wenn sie sich wieder ansiedeln. Der Bronzeröhrling und der Kaiserling sind ja wärmeliebende Arten, die durch den Klimawandel vielleicht sogar noch ein größeres Verbreitungsgebiet erschließen können. Bei den Röhrlingen haben wir dann natürlich auch noch andere geschützte Arten, wie diese wunderschönen Königsröhrlinge, die wir jedes Jahr ein, zweimal höchstens finden. Auch der Silberröhrling ist ganz selten. Wir haben dann auch noch die Anhängselröhrlinge, den Fahlenröhrling, den Hasenröhrling. Also auch teilweise Arten, die wir noch gar nicht so vor die Kamera gebracht haben. Was schon was heißen will in 3 Jahren Arbeit. Wir sind ja doch, oder ich bin fast täglich im Wald, wenn die Saison stimmt. Und manche Arten findet man nicht. Und das verdeutlicht dann auch schon, wie selten sie sind. Wir haben aber natürlich auch noch außerhalb der Eisbahnröhrlinge-Arten, wie zum Beispiel den Schönfußröhrling. Der ist bei uns zum Beispiel in Oberösterreich geschützt. Auch da nochmal der Hinweis, schaut euch das wirklich in eurer Region an. Da gibt es bundesländerweise oder kantonweise in der Schweiz auch Unterschiede. Lang lebe der Föderalismus. Also auch so banale Arten sind gebietsweise auch geschützt. Wir haben aber auch noch andere Arten außerhalb der Röhrlinge, über die wir reden müssen. Und da für mich einer der schönsten Funde, von denen ich auch einmal einen Sack gesammelt habe, bevor ich gewusst habe, wie selten und dass sie auch geschützt sind, das Schweinsohr. Auch die sind extrem zurückgedrängt worden. Die mögen kalkreiche Gebirgswälder mit einem wirklich alten Fichten- und vor allem Tannenbestand, die einfach von der Forstwirtschaft einfach verdrängt worden sind. Diese naturbelassenen Wälder gibt es einfach nicht mehr oft. In denen ist dann das Schweinsohr teilweise in Massen zu finden. Aber auch da sind wir wieder beim Kaiserling, bei ganz, ganz wenigen Waldbeständen, die diese Pilze noch hervorbringen. Und insgesamt sind diese Arten vom Verschwinden bedroht. Der Märzschneckling, der nächste auf unserer Liste, ein Pilz, den meine Kollegen und ich schon seit Jahren suchen und nie finden, der ist auch einfach verdrängt worden und fast verschwunden, weil die Weißtanne einfach durch die Fichte, weil sie wirtschaftlicher ist, weil sie schneller und uniformer wächst, einfach verdrängt und ersetzt worden. Und dieser Pilz ist damit auch fast mit verschwunden. Der war vor 100 Jahren noch ein Marktpilz, der Märzschneckling, kaum zu glauben. Wir finden ihn einfach gar nicht. Und mittlerweile gibt es ihn auch einfach nur mehr an ganz, ganz wenigen Standorten. Auch baumbewohnende Pilze sind auf diesen roten Listen zu finden. Und da Lieblinge von mir, obwohl ich sie noch nie gefunden habe, aber irgendwann muss es einfach soweit sein, der Eichhase und der Klapperschwamm. Auch die findet man teilweise noch auf Märkten. Was
muss man ehrlich sein, einfach verboten gehört. Das sind wirklich einfach schon so seltene Pilze, die einfach nicht gesammelt werden sollten. Wir haben sie leider noch nie vor die Kamera bekommen, aber wunderschöne Porlinge mit einem ganz eigenen Wuchs, die ja wirklich schützenswert sind. Bleiben wir vielleicht noch bei den Baumbewohnern. Da haben wir auch noch immer wieder vor die Kamera bekommen, weil wir hier eigentlich in einem letzten Gebiet sind, wo sie noch häufiger vorkommen, die Stachelbärte. Vor allem bei uns häufig der ästige Stachelbart, den Igelstachelbart, der dann auf Tannen wächst, habe ich noch nie gefunden. Aber der ästige Stachelbart hat hier in den alten Wiener Waldbeständen noch ein Habitat, weil er einfach nur auf wirklich uralten, absterbenden oder abgestorbenen Buchen und Eichen zu finden ist. Und die sind österreichweit einfach selten geworden, weil die einfach selten im Bestand die Zeit haben, wirklich so alt zu werden, und damit verschwindet einfach dieses Habitat für diese Pilze. Also auch die Stachelbärte gerne mal aus der Zucht sich gönnen, wirklich gute Speisepilze und auch gesundheitlich interessant, aber im Wald bitte unbedingt zurücklassen. Diese Fruchtkörper, ja, sorgen irgendwie dafür, dass die Art sich ja noch am Leben hält, muss man einfach so deutlich sagen. Noch ein ganz bekanntes Exemplar für einen wirklich streng geschützten Pilz, das sind die Trüffel. Also die Edeltrüffel, die immer wieder an so Wegrändern hervorploppen. Die sind zum Beispiel in Deutschland extrem geschützt und dürfen wirklich eigentlich gar nicht angegriffen werden. In Deutschland ist der Artenschutz ein bisschen weiter als bei uns in Österreich, muss man sagen. Aber hier wirklich nochmal der Appell, dass wir da alle verstärkt zu einem wirklich auch durchsetzbaren Artenschutz beitragen. Ich habe mich vielleicht als Quelle für dieses Video vorwiegend auf die österreichische Rote Liste bezogen, die deckt sich aber mit der deutschen, die noch wesentlich ausführlicher als unsere ist, ja, weitestgehend. Vielleicht was eher Unbekanntes, ich sammle sie nicht, aber durchaus für manche ein beliebter Speisepilz, das Eselsohr, also auch aus der Kategorie der Schlauchpilze gibt es da wirklich bedrohte Arten. Die sind auch bei uns einfach auf der roten Liste zu finden. Genauso wie auch aus der Haarschleierlingsart, eine essbare Art, die wir letztes Jahr gefunden haben. Diese wunderschöne, riesige Cortinaria-Art, die Haarschleierlinge. Auch die findet man bei uns auf der roten Liste. Und die letzten zwei Arten habe ich mir ganz bewusst für den Schluss aufgehoben. Spätestens jetzt mache ich mich bei einigen unbeliebt. Aber da war ich auch am meisten überrascht, muss ich wirklich sagen. Auch die Lachsreizger und die Bredlinge sind bedrohte Arten mittlerweile. Da haben sich die Bedingungen so stark verändert, dass diese Arten wirklich teilweise gefährdet bis stark gefährdet sind. Also die sind bei uns mit 2 und 3 auf der roten Liste eingestuft. 0 ist ausgestorben, 1 ist stark bedroht und nach unten sinkt die Gefährdungsstufe, ist aber immer noch ja, deutlich spürbar. Und gerade der Bredling ist ja ein extrem beliebter Speisepilz. Ich habe das wirklich bis jetzt nicht gewusst. Und so habe ich es mal in den Kommentaren gelesen, aber mich nicht damit beschäftigt bis jetzt. Aber wir werden uns daran halten. Wir werden den Bredling nicht mehr sammeln. Auch der Lachsreizger ist, so wie der Märzschleckling, durch den starken Rückgang der Weißtanne einfach auch anscheinend schon so stark dezimiert, dass der sich da auf dieser Liste wiederfindet. Ja, das war's auch schon. Einige wirklich beliebte Pilze, einige, wo man gar nicht daran gedacht hat, sind bei uns einfach bedroht. Ja, kein freudiges Thema, aber auch nochmal der Aufruf, halten wir uns daran. Wir haben da sowieso die Eigenverantwortung. Von Gesetzesseite wird dir da jetzt niemand, naja, in Deutschland schon, in Deutschland ist es strenger, bei uns ist es eher lasch. Wir sind da wirklich selbst gefordert, uns daran zu halten und nicht noch dazu beizutragen, dass diese Pilze noch weniger werden und wirklich dann irgendwann aussterben, weil eine Art, die verschwindet, die kommt einfach nicht zurück. Und sie haben einfach alle eine wichtige Rolle im Ökosystem, und es wäre schön, wenn wir da beitragen können, dass diese Arten erhalten bleiben. Ja, in dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß bei den nächsten Suchen. Jetzt hat es wieder ein bisschen mehr geregnet, endlich. Wir werden uns auch wieder mal auf ein Suchvideo aufmachen und wünschen euch ja, einen schönen Sommer und sehen uns bald wieder.